Die gefährlichen Hochwasserlagen im Harz oder im niedersächsischen Harzleben vor wenigen Tagen haben es gezeigt, immer öfter gibt es extreme Wetterlagen. Davon bleibt auch Baden-Württemberg nicht verschont. Die Überschwemmungskatastrophe in Braunsbach vom vergangenen Jahr legt davon ebenso Zeugnis ab wie die Hochwasserkatastrophe in der Region Neckaralb im Jahre 2013 oder jene, die 2008 im Tal der Statzel im Raum Balingen 3 Menschen das Leben kostete. Generell gilt, wir werden uns an die immer extremeren Wetterlagen gewöhnen müssen. 29. Mai 2016. Die kleine Gemeinde Braunsbach im Nordosten Baden-Württembergs wird Opfer einer völlig überraschenden Überflutungskatastrophe. Zuvor hatte sintflutartiger Regen 2 kleine Bäche in vernichtende Ströme verwandelt. Ein Phänomen, das man auch im Zollernalbkreis kennt. 2008 wurden dort 3 Menschen nach überraschenden Regenfällen Opfer der Fluten. Auch hier gab es Millionenschäden. Ereignisse, an die wir uns aus Expertensicht gewöhnen müssen. Extreme Wetterlagen wie Hitze, Kälte, verheerende Unwetter, so die grün-schwarze Landesregierung, nehmen zu, wegen des vom Menschen durch die Klimaerwärmung verursachten Klimawandels. Wir können sie nicht stoppen, sondern nur begrenzen. Deswegen sind auch Anpassungsstrategien erforderlich in einer verantwortungsvollen Klimapolitik. Seit 1980 ist der Anstieg der Jahresdurchschnittstemperaturen in allen Regionen des Landes klar ersichtlich. Wir reden über ein Plus von über 1 °C in nur 30 Jahren. Klar also ist, trotz aller globaler Klimabemühungen wie dem Pariser Klimaabkommen, dass die Erderwärmung zukünftig auf 2 °C begrenzen soll, das alles reicht nicht. Seit 2016 zielt die Landesregierung deshalb gesetzlich sich selbst verpflichtend in 2 Richtungen. Nämlich einerseits den Klimawandel zu bekämpfen, die CO2-Emissionen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und zum anderen dann auch Baden-Württemberg auf die, der Ministerpräsident hat es bereits erwähnt, unvermeidlichen Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Zum einen geschieht dies beispielsweise durch Hochwasserschutzkonzepte mit Rückhaltebecken, renaturierten Flüssen oder wiederaufnahmefähig gemachten Flussauen. Zum anderen soll die Natur selbst durch aktive Eingriffe dem extremeren Klima besser trotzen. Für die Wald- und für die Forstwirtschaft bedeutet es, dass sie den Waldumbau vorantreiben muss. Mischwälder werden in Baden-Württemberg zunehmen und der Schwarzwald, er wird mit Sicherheit ein anderes Bild abgeben, ein anderes waldbauliches Bild, als er heute für uns vertraut ist. Der Schwarzwald wird dann weniger schwarz sein. Bis zum Ende des Jahrhunderts, so die Prognose der Landesexperten, werden die Temperaturen um 3,1 Grad steigen, so denn sich bis dahin alle an den Kurs des Pariser Klimaabkommens halten.